Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal in Trutnov so mit dem Fahrrad unterwegs, zeige euch hier mal so ein paar Ecken, auch außerhalb. Es gibt ja hier noch mehr Wege als nur die Trutnov Trails. Ich denke, dass ich vielleicht sogar noch mal einmal rüberfahre, weil da heute ein Mountainbike-Rennen stattfindet. Die MTB-Trilogie findet normalerweise in Polen statt, ist aber jetzt dieses Jahr wegen des Lockdowns nach Tschechien verlegt worden. Da können wir ja ruhig mal vorbeischauen. Und ansonsten zeige ich euch so noch ein paar Sachen hier in Trutnov. Also, let's go! Du wütendes und niederträchtiges Untier, sei der Segen der Stadt Trautenau und bleibe es auch für ewig. Naja. Und wie fast befürchtet, der frühe Vogel fängt den Wurm, der späte Wurm verpasst den Vogel, was nichts anderes heißt wie, das Rennen ist natürlich schon vorbei. Okay, dann machen wir einfach ganz normal mit der kleinen Tour hier weiter. Okay, nächste Strecke, einmal die Boulder. Thank you.
Und dann geht's jetzt auf den mittleren Teil. Die Wurzel hat mich jetzt zweimal geärgert, wo es nass war. Heute nicht. Hui. So, den Teil haben wir auch schon mal. Noch den neu gebauten unteren Teil. Thank you.
Beton. Zu wenig Schwung. So, mit diesem Ausblick startend werde ich jetzt mal eine der roten Strecken fahren. Die andere, es gibt zwei rote hier in Rudnov, das ist die Modrinovi. Und ja, die fahren wir jetzt einfach mal. Zu spät. Okay, gehen wir den unteren Teil der Strecke an. Die Modrinovi ist einer der älteren Strecken hier und auch 2016 meine Strecke gewesen, die ich als erstes gefahren bin.
technisch nicht die schwierigste Strecke, aber definitiv die anstrengendste. So, ich bin auf dem nächsten Trail. Schon einige Mal gefahren. Ihr kennt das, der Anfang von der schwarzen und der roten. Rechts geht's in die Rote. Wir wollen heute mal
Ja. An das Ende von der schwarzen ist noch eine rote angebaut. Test, warte mal. Ui, da. So, jetzt bin ich ja gerade an so einem Schild vorbeigekommen. Der Trail geht wohl eigentlich geradeaus, aber für die MTB-Trilogie geht es hier rechts runter. Na, dann testen wir doch mal aus, wo sie die so lang jagen. Ja. Hier ist aber schon schwurzlig. Hup, 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 hup. Okay. Oh. Ja. So, jetzt geht's durch den Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ich habe rechts und links noch 5 cm gehabt am Lenker. Okay. Das war der 5. und letzte Teil meiner Enduro-Tour in Tschechien. Hat sehr viel Spaß gemacht. Leider gab es mehr Regentage, als ich mir erhofft hatte. Dadurch waren allerdings auch die Trails etwas nasser. Ich habe mich öfters auf die Fresse gelegt, als mir lieb war. Ein Teil habt ihr ja gesehen im Video. Hat mich ein bisschen ausgebremst, hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es lohnt sich. In Tschechien mit dem Enduro oder mit dem Downhiller eher mit dem Enduro zu fahren. Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft das Ganze auch kommentieren. Du schaffst also meine Videos ohne meinen Kanal zu abonnieren. Danke Jasper. Wer neu auf dem Kanal ist, darf gerne ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaltet wieder ein, wenn es was Neues gibt. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao und bleibt gesund.